Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das steht im 1. Petrus 5, Vers 7. Das ist eine Einladung, deine Sorgen abzugeben und loszuwerden. Wenn Gott für dich sorgt, kannst du voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Es ist schön, dass du mit dabei bist. Heute das Thema, bist du auf Versuchungen vorbereitet? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Bist du auf Versuchungen vorbereitet, ist die Frage. Du sagst, wie kann man das? Und ja, wir können Versuchungen widerstehen. Viele beten gerne, Herr, halte alles von mir und dass ich nicht in Versuchung komme. Steht ja sogar im Vaterunser drin, führe mich nicht in Versuchung. Richtig. Aber wir müssen auch widerstehen. Nicht einfach sagen, dann passiert's halt. Nein, wir müssen widerstehen. Und Versuchungen ist was ganz Normales. Das muss nicht über Sünde sein oder Sünde auslösen. Und ich sag dir, ganz einfach, halte dich fern von dem, wo du schwach bist. Wenn du Süßigkeiten magst, dann ist es nicht die beste Lösung, in Süßigkeitsladen reinzugehen, wenn du zu viele Süßigkeiten isst und das zur Sucht geworden ist. Und so vieles kann zur Sucht werden, was im normalen Bereich ein schönes Genussmittel ist. Ja, Wein, ein Glas Wein steht sogar in der Bibel, das können wir nehmen, aber man kann auch süchtig werden, wenn man es zu viel davon bekommt. Wenn du Probleme hast mit Geld ausgeben, dann geh nicht dauernd Shopping und gib das Geld aus, sondern widerstehe auch da mal. Du schaffst es wirklich durch seine Gnade. Er möchte dir helfen, den Versuchungen zu widerstehen. Jesus wurde versucht und Jesus hat gesagt, Satan, weiche. Und ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwo in Süßigkeitenladen rein sollst und darum brüllen, Satan, weiche, sondern wirklich auch entschlossen zu sein, nein, ich widerstehe. Und im Namen Jesu darfst du natürlich auch Satan davon schicken, egal was für eine Sucht oder was es auch ist. Selbstverständlich, das ist eine große Kraft und Macht, die wir in Jesus haben. Ja, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, für jede Versuchung, Herr, dass sie uns nicht zum Übel wird, sondern zum Lernen. Damit wir widerstehen, damit wir wirklich Sieg haben darüber. Und Herr, lass uns auch Freude haben, Herr, wenn wir so manche Versuchung wirklich widerstanden haben, wo wir dann abends sagen, Mann, Gott sei Dank habe ich da nicht Ja dazu gesagt, Gott sei Dank habe ich das nicht gekauft und so weiter. Ich danke dir dafür, dass du uns Weisheit, aber auch Gnade gibst. Amen. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe und ein Mann schreibt uns seine Not. Guten Tag, ich bin 63 Jahre alt. Seit Januar 2021 bin ich an Gallengangskrebs erkrankt. OP war erfolgreich, Chemo musste abgebrochen werden. Bitte beten Sie für mich, dass keine Neubildungen kommen und ich von dieser schrecklichen Krankheit geheilt werde. Ich habe Angst vor Siechtum und möchte meine liebe Frau nicht alleine lassen. Haben Sie ganz lieben Dank im Voraus. Jesus, und du siehst dieses Problem, das dieser Mann hat mit diesem Gallengangskrebs. Danke, Jesus, dass du der Herr bist und jeden Krebs besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Und wir danken dir, dass du diesen Mann berührst, dass er wirklich gesund sein darf, dass da nichts mehr zurückkommt und nichts mehr in seinem Leib gefunden wird. Danke, Jesus. Und nimm ihm auch alle Furcht vor Siechtum. Danke, Jesus, dass du wirklich auch Furcht ans Kreuz mitgenommen hast. Und ich danke dir, dass er wirklich zuversichtlich in die Zukunft schauen darf, weil du mit ihm bist. Danke, Jesus. Schenk ihm Frieden und schenk ihm wirklich Mut und Zuversicht. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Und eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Guten Tag, habe Kehlkopfentzündung, habe fast 4 Wochen Atembeschwerden und Temperatur. Bitte um Gebet. Ja, Jesus, du kennst auch diese Frau mit diesem Kehlkopfentzündung. Danke, Jesus. Und die Atembeschwerden und die Temperatur. Und ich danke dir, dass du einfach eingreifst. Danke, Jesus, dass du sie vollkommen wiederherstellst. Dass alles funktioniert in deiner göttlichen Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass jede erhöhte Temperatur sie verlassen muss. Dass die Atembeschwerden entmachtet sind. Und auch diese Kehlkopfentzündung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Habe Diabetes 2. Der Zucker hat schon Schäden angerichtet. Bitte betet um neue Bauchspeicheldrüse und Wiederherstellung der Gefäße. Herzlichen Dank. Was für einen Glauben. Bitte betet für eine neue Bauchspeicheldrüse. Oh, danke, Herr, dass du diesen Glauben belohnst. Herr, bei dir ist sowas möglich. Herr, was bei Menschen unmöglich ist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du ein Wunder tust. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du in den ganzen Zuckerhaushalt, Herr, ein Gleichgewicht reinbringst, wie es auch für die Schöpfung vorgesehen ist. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Begegne du in wunderbarer Weise. Amen. Amen. Ein Mann schreibt uns von seinen Schlafproblemen und bittet um Gebet. Ich habe Schlafprobleme und bin insgesamt oft in der Arbeit sehr gestresst und überlagert mit vielen Dingen. Handy, Computer und so weiter. Am Abend kann ich oft nicht abschalten und dann kann ich meist nicht einschlafen. Oder ich wache nachts auf und liege lange Zeit wach im Bett. Ich denke, dass ich die Arbeitsstelle von Gott bekommen habe und ich dort richtig und ein Segen bin. Manchmal habe ich auch mit Ängsten zu kämpfen. Bitte bete, dass sich das wieder verbessert und ich wieder in die Ruhe Gottes eintauchen kann. Ja, genau das, Herr. Schenk diesem Menschen Frieden in sein ganzes Wesen, in seinen Körper, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass alles, was so zappelt und wuselt, Herr, zur Ruhe kommt. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass es ein ausgeglichenes Leben ist, ein gesundes Leben. Und ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass damit auch die Schlafprobleme verschwunden sind, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Und vieles geschieht, wo Menschen uns schreiben, wie Gott eingegriffen hat. Und eine Frau aus dem Norden schreibt uns, die Krankheit der unruhigen Beine ist vollkommen verschwunden. Ich möchte Jesus alle Ehre geben und vielen Dank für die Gebete. Wie schön. Und aus Bayern kommt diese wunderbare Geschichte. Im März 2018 rutschte ich auf Eis aus, verdrehte mir das Knie und brach mir den Mittelfuß. Bei der Befundbesprechung des MRT-Ergebnisses wurde mir gesagt, dass alles, was möglich wäre, in meinem Knie kaputt sei. Ich müsse operiert werden, 6 Wochen an Krücken gehen und den Fuß nicht belasten. In mir stieg ein »Das ist nicht wahr« auf. Die Ärztin wollte gleich einen OP-Termin vereinbaren. Ich bat darum, dies mit meinem behandelnden Arzt zu besprechen. Der Termin war 2 Wochen später. Nach der Untersuchung erklärte der Arzt, dass nicht operiert werden müsse. Ich hatte auch keine Schmerzen. Er fragte, wie lange der Sturz her sei und ich sagte 3 Wochen. Er schaute ungläubig. Ich konnte ihn fragen, ob er auch Christ ist und dass Jesus es geheilt hatte. Und ich konnte ihn auch fragen, ob ich für ihn beten darf. Auch das bejahte er. Während dieser 3 Wochen war die Gebetsnacht. Meine Freunde gaben eine Gebetskarte ab. Ich war im Livestream dabei. Ich kann mich erinnern, dass ein Lied über das Blut Jesu gesungen wurde. Vor meinem geistigen Auge sah ich ein Bild. Jesus nahm sein Blut und wusch mir die Wunde im Knie aus. Heute Morgen wurde ich daran erinnert, dass er bereits dort das Knie geheilt hat, in der Gebetsnacht. Dank sei ihm. Was für eine wunderbare Geschichte. Und auch wenn Ärzte gläubig sind.
Und aus der Schweiz schreibt uns ein Ehepaar Folgendes. Wir haben euch um Gebet für unsere Mutter gebeten, dass der Blutfluss im Urin gestoppt wird. Seit ein paar Tagen ist alles wieder gut. Jesus hat eingegriffen und wir danken von ganzem Herzen. Euch danken wir für eure Gebete und auch für die neueste Ermutigung der Woche. Ein Mann hat folgende Gebetserhörung erlebt. Er schreibt, ich möchte mich auf diesem Weg bedanken. Meine Gebetsbitten wurden erhört. Mein Sohn war krank und seit ich euch darum gebeten habe, für ihn zu beten, ist er wieder gesund. Lob und Dank dem Herrn. Wunderbar, wenn Jesus eingreift. Das ist so schön, dass wirklich Gebet wirkt. Und es muss nicht ein langes Gebet sein, es muss nicht irgendwo ein formelles Gebet sein, sondern ich glaube, was Gott mag, ein ehrliches Gebet und da geschehen Zeichen und Wunder. Und das ist so wunderbar. Hast auch du etwas erlebt? Lass es uns wissen. Lass es uns einfach wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ich möchte dir heute den Tipp geben. Widerstehe heute mal bewusst einer Sache, wo du ganz genau weißt, du kannst nicht widerstehen. Du tust es und du tust es wieder und ach ja, es ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, es muss ja nicht was von Sünde sein. Vielleicht isst du zu viele Pralinen oder was auch immer. Ja, hör nach der ersten auf und widerstehe. Du hast eine Freude dran und es geht dir besser. Ja, schick uns einfach dein Gebetsanliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wie wir in der Sendung schon hörten, Ermutigung der Woche. Wenn du diese noch nicht abonniert hast, jeden Montag kommt die kostenlos über E-Mail bei dir ins Haus und möchte dich stärken für die Woche. Schau auf unsere Webseite, dort kannst du sie bestellen. Wir verabschieden uns nun und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.